Grundsätzlich muss man doch wohl sagen, dass am zielgenauesten marktbasierte Instrumente sind, weil da einfach durch die Anzahl der Zertifikate auch die Emissionsobergrenze quasi installiert wird. Betrachtet man die Zeitreihen der Entwicklung der weltweiten Emissionen, muss man feststellen, dass sie trotz Kyoto-Protokoll etc. zugenommen haben. Wir beobachten auch, dass die zukünftigen Projektionen gar nicht so optimistisch sind, leider. Ich vermute mal, dass in den nächsten 20 Jahren, sage ich mal, eher mit einem Anstieg weltweit zu rechnen ist. Und dies, obwohl Europa, um ein Beispiel zu bringen, sicherlich mit Emissionen runterfahren wird. Weltweit werden wir einen Anstieg beobachten müssen, leider. Wir beobachten ganz klar, dass jene Länder, die noch zu Zeiten des Kyoto-Protokolls in den Nicht-Annex-B-Bereich waren, also nicht dazu gehört haben, dass die jetzt die großen Emittenten sein werden oder es bereits sind. Dazu zählt sicherlich China, Brasilien, Indien und über die USA, die eine Sonderrolle einnehmen, müssen wir da auch reden in dem Kontext. Also Europa allein wird wohl der Vorreiter sein. Viele andere wichtige Volkswirtschaften der Welt tendieren eher dazu, die Emissionen zu steigern. Die USA hatte in Bezug auf das Kyoto-Protokoll deswegen eine Sonderrolle eingenommen, weil das Land ja an sich in den Bereich der Annex-B-Länder fällt, also unterschrieben hat. Nur wurde dieses Protokoll eben dann nie ratifiziert. Und insofern blieb eigentlich den USA eher die Beobachterrolle, um es mal so auszudrücken, übrig. Instrumentenkasten, der von Ökonomen oder dann von der Politik zum Einsatz kommen kann, ist ja riesig groß. Das sind die Auflagen, die Steuern, die Abgaben, Zertifikatmärkte und, und. Und nicht zu vergessen auch die Kombination dieser Instrumente. Grundsätzlich muss man doch wohl sagen, dass am zielgenauesten marktbasierte Instrumente sind, weil da einfach durch die Anzahl der Zertifikate auch die Emissionsobergrenze quasi installiert wird. Preisorientierte Ansätze wie die Steuer sind durchaus effizient, wie auch die Marktlösungen, können aber eine bestimmte Zeit brauchen, bis wir dann die Zielemissionswerte oder Zielreduktionswerte erreicht haben. Dennoch sind sie meines Erachtens vorzuziehen gegen das, was wir hier in Europa, der Europäischen Kommission, aber auch in Deutschland finden, nämlich Auflagen. Wir haben insbesondere eine Vielzahl von technischen Auflagen, deren Sinn sich genau genommen eigentlich nicht erschließt aus ökonomischer Sicht. Dass sich technische Auflagen nicht unbedingt in ihrem ökonomischen Sinn auf Anhieb zumindest erschließen, liegt wohl daran, dass sie relativ willkürlich gezogen werden. Ich mache ein Beispiel. Sie haben im Verkehrsbereich Auflagen bezüglich der sogenannten spezifischen Emissionen bei Autos, Wegen, bei Lastwegen und so weiter. Das sind technische Daten, wo wir im Nachhinein nicht wissen, wie dann die Gesamtemission insgesamt zurückgegangen ist. Wir wissen auch nicht, ob das eine effiziente Weise der Emissionsvermeidung ist. Stattdessen könnte man ja vielleicht sagen, ist es besser, woanders mehr zu vermeiden und im Autobereich vielleicht mehr zuzulassen. Es ist doch sehr willkürlich und was ein Problem meines Erachtens ist, auch politökonomisch, es ist sehr intransparent. Man weiß nicht, wann man genau zu diesen Werten gekommen ist, die dann vorgeschrieben werden. Also es gibt eine Vielzahl von Kritikern, die sehr kritisch dem Emissionshandelssystem gegenüberstehen. Aber ich glaube, das kommt zum Teil daher, dass einige Schwächen dieses Ansatzes nicht von ihm selbst generiert werden, sondern erst in der Kombination mit anderen Instrumenten dann zum Vorschein kommen. Ich möchte ein Beispiel machen. In den letzten 2 Jahren ist ja diskutiert worden, warum die Kohle in Deutschland wieder so im Kommen ist. Man hat da den Zertifikathandel als Schuldigen eruiert.
Ich möchte aber dazu sagen, dass paradoxerweise gerade die Förderung der grünen Energien letztendlich ursächlich dafür ist, dass die Kohle stärker an Anteilen gewonnen hat. In Kombination mit einem Cap-and-Trade-System kommt es notwendigerweise dazu. Man hätte also durchaus parallel, wenn man denn schon die grünen Energien subventionieren wollte, einfach den Zertifikatehandel in Form von Caps einfach verschärfen müssen. Dann wäre dieser Effekt nicht eingetreten. Der Markt selber kann in einer Volkswirtschaft, die so entwickelt ist, auch institutionell entwickelt ist wie unsere, sehr gut funktionieren. Er muss nur politisch gesteuert werden.